Als nächstes am Wort ist Johannes Schmuckenschlager von der ÖVP. Damen und Herren, ich darf zuallererst im Namen vom Kollegen Böttinger den Seniorenpunkt aus St. Agatha recht herzlich begrüßen. Und ich bin sehr froh, dass Sie dieser heutigen Debatte zur Lebensmittelverschwendung auch teilhaben, denn Sie kommen aus einer Generation, wo es noch eine Sünde war, etwas wegzuwerfen. Heute wird in Wien mehr Brot weggeworfen, als in Graz gegessen wird. Österreichweit haben wir 1 Million Tonnen Lebensmittel im Müll pro Jahr. Das ist eine Zahl, die uns eigentlich wirklich aufschrecken sollte. Und wenn wir über Preise für Lebensmittel diskutieren, dann sollten wir auch über den Wert diskutieren und das nicht losgekoppelt voneinander diskutieren. Denn mit der Geiz ist Geil-Mentalität und bei der Inflation jetzt mit dem Haltet den Dieb, dann werden vielleicht da oder dort die einen oder anderen draufkommen, dass wir vielleicht selbst auch an den einen oder anderen Preisen Schuld tragen oder Verantwortung dafür tragen, das aber vielleicht auch gar nichts Schlechtes ist. Denn woher kommen denn die Produkte, die bei uns im Regal stehen? Die kommen ursächlich einmal aus der Landwirtschaft. Acker, Wiese, Stall. Wir haben hier die Produktionsauflagen. Wir haben härteren Tierschutz als im Rest Europas. Wir haben Einschränkungen im Pflanzenschutz. Jetzt momentan ganz aktiv bei der Zuckerrübe. Würden wir 5.000 Hektar, die zurückfallen, beim Zucker im Preis setzen, müsste der Zucker um 10% erhöht werden. Und wir haben erhöhte Umweltstandards. Aber das ist uns wichtig, darum wird es hier im Parlament auch oft beschlossen. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, da sind Sie dabei, da fordern Sie mehr, 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 dass das alles aber auch Kosten verursacht, das sollten wir auch nicht außer Acht lassen. Das heißt, Lebensmittelkosten sind auch Tierschutzkosten, Artenvielfaltskosten und Biodiversitätskosten. Und mittlerweile sind auch Lebensmittelkosten Klimakosten. Erst gestern hatten wir ein Unwetter mit einem Schaden von 3 Millionen Euro in der Landwirtschaft in Österreich und das sind Kosten, die letztendlich niederschlagen. Wir leben aber auch in einer arbeitsteiligen Welt und die Thematik ist schon die, wo wir ja sagen müssen, wir hätten ja Urproduktion relativ günstig, wenn Sie jetzt nehmen, also eine schlachtreife Sau hat ca. 100 Kilo, momentan Notierungspreis 2,30 Euro, der Pro-Kopf-Verbrauch am Fleisch ist 88 Kilo, also sind Sie relativ schnell mit so einem Schwein pro Kopf abgefertigt pro Jahr. Sie können auch Rohmilch relativ günstig kaufen, nur müssen Sie sie dann selbst zur Butter stampfen. Und da haben wir aber eine Welt, wo wir Schlachthöfe haben, Molkereien, Verarbeitungsbetriebe, wo wir höchste Qualität erzeugen und das Gott sei Dank unter Arbeitsbedingungen, wo entsprechend Kollektivverträge eingehalten werden. Und im letzten Jahr haben wir Erhöhungen um 10% im Lebensmittelbereich bei den Kollektivverträgen gehabt. Das wird sich auch niederschlagen, das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn wir keine prekären Beschäftigungsverhältnisse wollen, so wie es auch die Gewerkschaft immer wieder fordert. Das heißt, Lebensmittelkosten sind auch Lohnkosten. Und dann wollen wir die Lebensmittel von A nach B bringen. Das heißt, wir haben Logistik, Transport, Kühlketten, damit wir auch Frische und Qualität erhalten können. Das heißt, Lebensmittelkosten sind auch ganz klar Energiekosten. Und wenn wir dann die Produkte im Regal haben, dann haben wir den Lebensmitteleinzelhandel, der natürlich eine gewaltige Kraft in Österreich hat, eine Oligopolstellung. Hier sind drei große am Werk und wenn wir uns das ein bisschen genauer betrachten, die Rewe-Gruppe hat rund 2000 Standorte, Spar 1500. In Österreich kommt auf 1 Million Einwohner 440 Supermärkte. Das sind 50% mehr als in Deutschland. Auch diese Kosten werden sich irgendwo niederschlagen. Das heißt, letztendlich zahlen wir mit den Lebensmitteln auch die Immobilienkosten dieser großen Unternehmen. Und da stellt sich schon die Frage, ist das letztendlich auch notwendig? Denn in Deutschland ist auch noch niemand verhungert, wo wir eine geringere Dichte an entsprechenden Standorten haben. Und dann haben wir Regale meterweise die Ware, perfekt vorbereitet, immer zugriffsbereit, nie fehlt etwas, alles ist da, jeden Tag voll gefüllt. Und letztendlich ist aber die Frage, wie viel wird davon wirklich umgesetzt? Und wir müssen diesen Anteil, der am Ende des Tages aus dem Prozess rausfällt, genauer unter die Lupe nehmen. Und darum haben wir ja diesen Antrag jetzt, dass wir sagen, Lokale und Verkaufsgeschäfte und über 400 Quadratmeter müssen nun genau aufzeichnen, wie das mit der Lebensmittelverschwendung ausschaut. Denn das sind alles Kosten, die dazu beitragen, dass Lebensmittel bei uns teuer sind und dass wir letztendlich eine enorme Lebensmittelverschwendung haben. Und da ist die Frage, was ist der Preis dafür und was sind wir bereit dafür aufzubringen? Und wir sollten nicht über den Preis permanent diskutieren, sondern über den Wert der Lebensmittel. Und ich glaube, das ist das Wesentliche. Und wir müssen uns auch hinterfragen, was die wesentlichen Prioritäten letztendlich sind, wenn wir uns die Gesamthaushaltseinkommen ansehen. Denn eines geht für mich nicht zusammen.
Wir beklagen hohe Lebensmittelpreise. Und was bringt es am Ende des Tages, wenn die Flieger voll, aber der Bauch leer ist? Johannes Schmuckenschlager von der ÖVP war das, Präsident Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Ja, also größere Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel und im Großhandel müssen künftig berichten, wie viel Lebensmittel sie entsorgt haben und wie viel unentgeltlich weitergegeben wurden.